Okay. Okay, den haben wir. So, das ist ein Bildschirm. Jetzt weiß ich ja, wo ich mir lang muss. Oh Gott. So. Wait, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Lief du gerade vorhin lang? Komisch. Sehe nicht jemand. Was soll hier laufen? Die Karte habe ich aktualisiert. Ach da! Hallo! Und tschüss. Schön in die Fresse. So, hoppla. Ist nichts drin. Nein. Ist ja Schrot. So. Die Gefahr in einem Kiefer auf Sebastopol wurde kürzlich erhöht auf Omega. Waits, wir sind die Sicherheitskette im Weg. Können Sie die öffnen? Waits! Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Sie können nicht hier sein. Sie müssen verschwinden! So. Wo ist jetzt der Sicherheit? Ach, da. Moin. Gehen die wohl hin? So, einfach nur weg. Okay. Nicht genug. So. Okay, wo ist jetzt der Sicherheitsmann? Oh. Warum muss das um die Ecke geschissen kommen, noch? Oh Gott. Oh, ficken. Oh. Ja, moin. Schön. Okay. Oh. Das Spiel, das macht schon so eine hohe Spannung, ne? Und... Was? Ich komm da nicht lang. Was soll das denn? Was ist das? Auf einen Hiwi ist immer Verlass. Jeder Hiwi-Synthet wird bei Seekson vor Aktivierung einer Vielzahl an Sicherheitskontrollen unterzogen. Okay. Denn wir wissen, dass wir Maschinenbauer, nicht Menschen, Seekson morgen gemeinsam. Okay, hier ist nichts mehr, was irgendwie lebt. Das ist schön. Oh. Kommt der Typ einfach mal um die Ecke gekleckert und gibt mir den Schock des Jahrhunderts. Ja, schön. Brauche ich nicht. Ich würde sagen, ich schätze mal, hier geht's auf. Oh, eine Speicherstation. Schön. Okay. Gehen wir hier nochmal um. Ah, hier. Da ist nichts drin. Ah, gut, der ist noch weit genug weg. Schön. Oh, speichern. Oh, wie schön.
Okay. Ja. Gut, da kann ich nicht lang. Bei mir bahnt sich ein Mieser an. Entschuldigung, Dankeschön. Und weiter geht's. Ach cool, Schlafkabinen. Kapsel, Hotel. Aber ohne Menschen drin. Okay, wäre auch ein bisschen schlimm, wenn das so wäre. Hilfe. Ace, sind Sie noch da? Was, warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anisidora geblieben? Sie haben mich im Labor drüben im Systec-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus. Aufzüge sind außer Betrieb und überall im Rechten. Apollo hat die Gefangenen in der Mischung vor Augen. Ich will dir mal an, dass ich es durch die Wände höre. Oh, untertauchen. Leaks. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anisidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Upsala. Okay. Da hat wohl jemand Sachen erzählt, die nicht erzählt werden dürfen. Oh je, ich habe Angst, da durchzugehen. Aber wir haben ja gespeichert. Und S. Hey, Kumpel! Okay, es gibt nicht viele hier. Hallo. Ich will eigentlich nicht die ganze Munition verballern. Merkwürdig. Sie sollten nicht hier sein. Was war's? Fertig. Friss Blei, Blechmann. Okay. Seht ihr, wie wir wackeln? Das ist mir vorhin schon aufgefallen, immer so hin und her. Schau mal, Ladungspack. Ich glaube, so langsam geht uns aber auch die Munition alle. Es erwartet Sie eine Fülle an Karrieremöglichkeiten. Finden Sie noch heute im Tal. Hey, ich freue mich. Okay. Familie. Gemeinsam. So, hier kann ich. Ich dachte, da wäre eine Treppe. Okay. Ich guck mich hier erstmal da hinten rum. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas von Interesse? Ah, Auge juckt. Heididai. Da geht nix. Aufzüge sind ja aus. Pumpgun-Patronen, oh, schön. Okay, dann müssen wir wohl da lang. Und ich hole mir nochmal ein Medikit rein. Ja. Fum. So. Versuchen wir es mal ein bisschen sneaky. Hehe. Gut, wollen wir nicht. Okay. Hier geht nichts rum. Muss ich über. Hoppla. Muss ich überhaupt lang? Hebel benutzen. Rechte Maustaste und da. Zum Teufel sind wir.
laufen wir mal auf das Terminal zu, gucken mal. Was ist dein Plan? Hey, Mart. Vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich habe dir nichts, kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden sie auch was für dich. Die haben die Schließung der Geschäfte unten in der Galerie angefangen. Der Laden ist noch. Okay, wir versuchen schon mal die Flucht zu planen. Liv, wir müssen über die automatischen Hausmeister ihm. Diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass die der Kreatur einen Weg öffnen. Oder Plünderer reinlassen. Oh! Alle Einwohner der Sevastopol. Ach, ui, okay. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Ja, geil. Richtig toll. Menschen haben Angst. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Tja. Kannst mal sehen, wie das laufen kann. Upsala. Ah, okay. Das ist jetzt so ein kleiner Fluchtraum, Weg. Oh, genau. Wir gucken mal, was der hat. Hoppla. Ich drücke mal die falsche Taste. Gut, da ist nichts. Auf unsere Genese ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für sich da. Ja, natürlich. Unsere Genese verfügen über ein zivilisches Design. Keine simulierten Emotionen, keine lebenslichen Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie unbeschwert im Leben leben können. Chemies, genial, einfach genial. Ja, klar. Oh, kann ich hier etwa hin? Ach was, okay. Also entweder höre ich gerade leise Stimmen. Oder, Moment. Ach, okay, das ist der Kater, der hinter mir pennt. Und der schnarcht. Okay. Ich will hier eigentlich nicht lang. Gut, gut, gut. Okay. Der kleine Kollege, der lebt garantiert noch. Jetzt nicht mehr. So. Sagte er und kratzte sich am Kinn. Woran ich das erkannt habe? Die Augen haben geleuchtet. Der wird da nie mit leuchtenden Augen, wird er da nie liegen. Würde uns höchstens überraschen. Aber das lasse ich nicht mehr machen. Es hat schon gereicht, als der eine Typ da wieder ankam. Um die Ecke. Warum lädt er eigentlich immer komplett nach? Reicht doch, dass da eine Kugel rauskommt. Nein, es müssen gleich alle raus. Oh, mein Lieblingsgeräusch. Gut. Gehen wir gleich hin. Können wir da was? No, schade. Hey. Wunderschöne Station.
Was steht da? Please enter. Oh Gott. Ist nicht gerade lesbar. Schöne Anzüge. Kann ich nicht auch einen anziehen und dann renne ich nur in dem Anzug rum? Fände ich richtig schön. Okay, wir gucken mal, was auf dem Terminal noch zu sehen, schrägstrich zu hören ist. Marlo H. Beschlagnahmt. Was? Eine Art Parasit. Wait. Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den Sie mir gegeben haben, und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Okay.